Hallöle, so, nun bin ich da. Nun wollte ich das Video machen von dem, was ich nie erhofft habe, in einer Batteriesammelkiste zu finden. Und zwar das hier. Vielleicht ist es ja einem bekannt. Sowas haben nur wenige, oder ja, nicht wenige, aber einige Menschen haben sowas, die kennen sowas und die haben sowas ihr Leben lang, bis an ihr Lebensende in sich drinne. Und zwar ist das ein Herzschrittmacher. Wir haben nämlich noch gegoogelt, das ist ein Herzschrittmacher. Das war noch ein alter, aber ja, sowas finde ich in einer Batterie-Sammelbox. Ein Herzschrittmacher. Das da oben fehlt, wie auch immer, da ist wohl Elektronik drinne und hast du nicht gesehen. Und ich bin ja nicht neugierig. Ich will ja nun jetzt gerne wissen, was in diesem Ding drin ist. Ja, jetzt mag die Kamera nicht. Und zwar müsste ich das Ding jetzt aufdremeln und das werde ich auch gleich machen. Ich will unbedingt wissen, was in dieser Kiste drin ist. Da soll ein Lithium-Akku drin sein oder Lithium-Batterie, besser gesagt. Wir werden das Ding gleich mal aufdremeln und dann schauen wir da mal rein. Ich weiß nicht, wie das Ding drin aussieht. Also, sowas hätte ich nie erwartet, in einer Batteriesammelbox zu finden. Nie. Nie in meinem ganzen Leben hätte ich das erwartet. So, dann werden wir uns mal den Dremel fertig machen und dremeln das Ding mal auf. Naja, Dremel ist es ja nicht direkt. Toll. Gestern noch fertig gemacht. Jetzt darf ich wieder die Schleifscheibe tauschen. Die Dinger sind ja sowas von brüchig. Na gut, dann werden wir das tun müssen. So, heiß ist er geworden ein bisschen, ja. Also er ist schon mal offen. Ich kann schon ein bisschen was erkennen. Ja, jetzt sind wir im Inneren. Sind wir im Inneren drinne. So, das scheint hier ein Stahlband oder was. Und dann wird das zusammengeschweißt oder was. Da ist eine Spule. Da sind die zwei Anschlüsse nach draußen. Metallfähnchen. Ja, stell mal scharf. So. Da sind die zwei Anschlüsse nach draußen und ein Metallfähnchen dran. Wir wollen ja aber mehr gucken, ne?
schneiden wir das mal ab. Auch. Da stand unipolar, bipolar drauf. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Also hier ist eine Spule, das ist RF oder wie heißt das? RFID. Darunter scheinen irgendwie, weiß ich nicht, Kontakte zu sein. Das hier scheint der Akku zu sein oder die Batterie. Ja, das ist die Batterie. Auch mit zwei winzig kleinen Lötfähnchen da drin. Schneide ich mal ab. Mess nachher mal die Spannung, ob da noch Saft drauf ist. Was steht hier drauf? Kann man es erkennen? WG Modell 8431. Modell 8431 scheint ein bisschen dick geworden zu sein, oder was? So, dann haben wir hier noch das bisschen Elektronik. Das ist alles da drinne? Das ist die RFID-Spule. Das würde ich schon mal so behaupten. Das kleine Schwarze hier scheint ein Quarz oder was zu sein. Also da sind drei Anschlüsse dran. Oder ein IC. Das ist irgendwie so aus drei Schichten. Jetzt versuche ich mal die Antenne runter zu kriegen. Die ist geklebt. Oh, wie geklebt. So, also wieder unter. Und das sind... Ja, komm. Dioden. Also, das sieht aus wie Dioden. Das ist ein Tantal-Elko, wie es aussieht. Kondensatoren. Hier ist noch irgendwas. Und hier ist ein, das sieht aus wie ein Riedrelais. Also ich kann es euch nicht noch dichter zeigen. Ich muss mal gucken, wo ich meine Lupe habe, dann gucke ich mal rein. Versuche ich jetzt mal zu sehen. Das ist so ein Riedrelais oder Riedkontakt ist. Mit Lupe kann ich das kaum erkennen. Aber ja, ist ein Riedkontakt, der ist aber geschlossen. So wie es aussieht. Ich kann es nicht direkt sagen. Wir können ja nachher mal kurz messen, ob wir das hinkriegen. So, also das ist ein Herzschrittmacher. Das vielleicht ein Quarz hier? Schalt mal scharf. Na komm. Da ist das vielleicht ein Quarz. Da steht 9917 drauf. Oder ist das auch ein Kondensator? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind auch noch Tantal-Elkos hier. Zumindest von der Beschriftung her. Kann ich kaum erkennen. Da sind noch so zwei komische Teile. Ich weiß nicht, was das ist. Und auf der Rückseite ist irgendwie ein Blob. Ein IC oder was?
und da verbirgt sich nichts. Unter dem Aufkleber. Nun stell noch mal scharf, du. Da ist nichts drunter. Das scheint eine keramische Oberfläche zu haben hier. Oder Platine. Kriegt man das nicht weiter auseinander? Doch, da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt habe ich das ab. Da sitzen die ICs unter. Da kann man ja schon fast durchgucken. Durch das IC kann man schon fast durchgucken. Ich glaube, das kriege ich sogar eingefangen, so ein bisschen. Da ist auch noch eins und da ist auch noch so eins. Da ist auch noch eins, so wie es aussieht. Was das hier ist, weiß ich nicht. Interessant, was da so drin steckt. Ja, jetzt habe ich da drauf gefasst. Es fühlt sich so gummiartig an. Es fühlt sich irgendwie so gummiartig an. Naja. Und das ist das eine hier wirklich ein Lidkontakt? Mal gucken, kriegt die Kamera das drauf? Nee. Mal gucken, ob das so funktioniert. So. Gut. Das müsste als Diode 700, wenn ich andersrum gehe. Tausend noch was. Weiß nicht, ob das jetzt eine Diode oder Lidkontakt ist. Ich habe hier einen starken Magneten. Magnet dahin, mach Piep. Ja, jetzt ist die Antenne ab. Kein Magnet, kein Piep. Es ist ein Lidkontakt. So, das steckt da drinne. So, Lithium-Akku oder Batterie oder was das hier ist. Das eine ist der Außenpol. 0,6 Volt. Also Batterie ist leer. Gut. Darum wurde er wahrscheinlich auch ausgetauscht. Ist ein bisschen wenig. Wenn da die Oden drauf sind, die fangen ja so bei 0,7 an oder 0,6. Ich denke mal nicht, dass das spezielle Schottky-Dioden sind. Die ist schon bei weniger anfangen. Aber schon interessant, was da so drin steckt. Nicht viel. Also ich sehe da jedenfalls nicht viel. Ich bin jetzt kein Experte da drin. Aber das scheint hier ein IC zu sein. Ein großes. Ich denke mal der große Hauptprozessor. Da ist ein kleiner. Das könnte hier wirklich ein Quarz sein. Und Antenne geht dahin. Das ist irgendwie so ein keramisches Leiterplattenmaterial. So. Minus und 2 plus, ja. Da sind noch zwei Anschlüsse. Die gibt es auch mit. Jetzt ist das total verbogen. Ja.
die Dinger hier gibt es auch doppelt und dreifach und so weiter. Da wird irgendwie nur so ein Kontakt reingesteckt. Das habe ich gar nicht gezeigt. Habe ich gar nicht gezeigt. Entschuldigung, da gehen die Kontakte raus. Das Durchsichtige und dann da rein. Das ist irgendwie so ähnlich wie ein Stecker. Und hier ist noch irgendwie was zum Drücken. Oder zum Loslassen. Kann man das rauspulen? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen eklig. Das Ding hatte irgendjemand in sich drinne. Nee, das wird nix. Aber da kommt dann irgendwie so ein Stecker so rein. Wieder Kontakte und dann geht das zum Herz oder irgendwo so, was weiß ich. Aber dass das da durch dieses Metall, ich weiß nicht genau was es ist, ob das jetzt Stahl ist oder Nickel oder was auch immer. Na, Nickel denke ich mal eher nicht. Aber das steckt da drin. Und die Dinger gibt es jetzt noch viel kleiner. Gut, die Akkus werden ja oder Batterien werden ja auch immer kleiner. Elektronik kann man auch immer kleiner machen, ist klar. Das ist noch einer von den älteren. Aber so wie ich gesehen habe, sollen die so um die 10 Jahre halten. Also, ja. Das wollte ich euch mal zeigen. Also sowas habe ich noch nie in einer Batteriekiste gefunden. Ein Herzschrittmacher. Wie kommt man auf die Idee, einen Herzschrittmacher in eine Batteriesammelkiste zu schmeißen? Na gut. Dann danke fürs Zugucken. Vielleicht finde ich demnächst noch mal was ganz Interessantes. Tschüssi.